Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Screenblazer. Bereits im letzten Part sind wir in Dr. Leos Labor angekommen und haben auch schon den ersten Raum des Laborkellers fast vollständig durchstöbert. Die Gegner haben wir auch schon alle kennengelernt. Wie ihr seht, habe ich mich auch ein bisschen aufgelevelt. Diese Monsterhöhle habe ich schon häufiger mal verpasst. Eine Kiste mit Schubladen. Es ist eher ein Regal. Ja, hier haben wir alles. In diesem Regal ist ein wertvoller Schatz eingeräumt. Und es lohnt sich auch sehr, dieses Regal zur Seite zu schieben. Ihr werdet noch sehen, weshalb. Aber da müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld haben, weil ich nicht genau weiß, wann ich mir den Schlüssel für diese Tür besorgen kann. Ja, ohne die Eisrüstung wäre das hier ein bisschen schmerzhaft. Da würden wir uns die Pfoten verbrennen. Allerdings habe ich jetzt auch weniger Abwehr. Haha, kann das dämliche Vieh nicht weiterfahren? Ah! Das ist eine schlafende Katze. Wenn wir ihr in ihren Raum eindringen, wacht sie auf und gibt uns dann den Schlüssel für die eine Tür. Aber das ist, soweit ich weiß, noch nicht möglich, weil wir erst noch eine Treppe befreien müssen, die uns zu diesem Raum führt. Aber ich habe Geduld, ich kann das abwarten. Meinem ersten Emulator wäre das hier sicherlich nicht durchsichtig gewesen. Diese Maus müssen wir später vor den beiden Katzen retten. Schneller, schneller. Ach, die kommen gar nicht bis ganz rechts. Ja, noch eine kleine Abkürzung, kann ja nie schaden. Hoho, bloß nicht runterfallen. Nein, danke. Ich habe hier noch zu tun. Wir sind auch bald schon fertig mit dem ersten Teil der fünften Welt. Dann geht's auf in eine kleine Modellstadt. Obwohl, kann ich dazu wirklich klein sagen? Ich weiß nicht. Jetzt könnte ich mir den Schlüssel holen.
weiß aber noch nicht, ob ich das direkt tun werde. Ich glaube, es ist immer unterschiedlich, wie sich diese Putzroboter bewegen. Wer von diesem Teil der Welt noch nicht genug hat, der muss nur ein bisschen abwarten. Später kommen wir ins Kraftwerk, das genauso aussieht. Und wo uns auch die gleichen Gegner erwarten werden. Diese Tür ist wichtig. Ohne sie würden wir nicht weiterkommen. Es auch gut verstehen, dass man Schaden nimmt, wenn man diese Maschinen berührt. Sie fahren den armen Helden über den Haufen. Eine Abkürzung und was noch? Ah, das ist eine der beiden Modellstädte. Später befreien wir noch eine andere, die etwas anders aussieht. Die wurde irgendwann mal von Dr. Leo gebaut. Ist auch echt meisterhaft. Nur leider auch von Destroy verhext und da will jetzt auch alles versuchen, mich umzubringen. Hier gibt es übrigens auch zwei unsichtbare Gegner. Sie sind zumindest vorübergehend unsichtbar. Ah. Reitritter. Zum Glück kann ich sie von hier aus erreichen. Aber sie mich nicht. Ist ja irgendwie ein bisschen unfair, aber... Ah, ein Glück, dass ich diese Krieger mit einem Schlag besiegen kann. Denn sie können ja ziemlich schnell laufen, wie ihr seht. Ich muss den Bogenschützen leider gleich befreien. Obwohl, doch nicht, ich kann ihn auch vorher killen. Ist auch ziemlich mittelalterlich, wie ihr sehen könnt. Besonders intelligent sind sie aber auch nicht. Komm her. Aha, du musst besser zielen. Das Wasser sieht so komisch aus. Soll das aus Papier sein oder was? Ein Mäuschen. Ja, gehen wir erstmal hier entlang. Könntet ihr bitte ein bisschen schneller herauskommen? Habe ich eigentlich auch schon erwähnt, dass ich mich ein bisschen aufgelevelt habe. Ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon gesehen, aber das habe ich
bei den übrigen gepanzerten Gegnern aus der ersten Welt gemacht. Und auch aus der zweiten Welt. Damit es mal ein bisschen abwechslungsreicher wird. Fehlt noch jemand? Nein. Von dieser Maus bekommen wir später den fünften Zauber, die Funkenbomben, die übrigens auch ziemlich stark sind. Ja, übrigens, hier in der ersten Modellstadt gibt es 20 Monsterhöhlen, die meisten von allen in einem Raum. In der zweiten Modellstadt gibt es nur halb so viele. Oh, da müssen wir erst eine Brücke bauen. Ja, Dekoration kann ja nie schaden. Aha, versucht mich doch zu kriegen. In dieser Höhle sind ziemlich viele Exemplare vorhanden. Vorausgesetzt, ich verwechsel das nicht mit einer anderen Monsterhöhle. Ah, hier ist einer der beiden unsichtbaren Gegner. Ich weiß gar nicht, was das wirklich sein soll. Aussichtstürme oder so? Ich weiß es leider wirklich nicht. Sind aber halt nur vorübergehend unsichtbar. Sobald ich eine neue Seele gefunden habe, kann ich sie sehen. Aber ich weiß, wie sie sich bewegen, also ist das nicht weiter schlimm. Was befreien wir diesmal Schönes? Ah, das ist die Tür, die uns die neue Kraft gibt. Oh. Wie militärisch. Ich wollte auch jetzt einen Schnitt machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.